Samstag in Duisburg. In der Glückaufhalle im Stadtteil Homberg lädt die Alternative für Deutschland hinter verschlossenen Türen zum Neujahrsempfang. Mit prominenten Gästen. Hier in diesem Gebäude in Duisburg treffen sich heute 1000 AfDler zum Neujahrsempfang. Und dagegen formiert sich heftiger Protest von ganz verschiedenen Gruppen. Seit den jüngsten Enthüllungen über die AfD diskutiert Deutschland wieder über ein Parteiverbot. So viel Hass, da muss man was gegensetzen, das geht nicht. Gegen Rassismus. Wofür steht die AfD? Wir wollen keine Verbrecher, Vergewaltiger. Die sollen weg. Und Leute, die sich hier eingeschlichen haben, die kein Bleiberecht haben, die sollen auch weg. Und wie wahrscheinlich ist ein Verbot? 12.30 Uhr. Erste Demo-Teilnehmer sammeln sich. Gewerkschaften, Kirchen, die SPD und Grünen haben zum Protest gegen die AfD-Veranstaltung in Duisburg aufgerufen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Empörung ist groß. Die Redaktion Korrektiv schleust sich schon im November 2023 undercover in ein Treffen in Potsdam. Mit dabei mehrere AfDler. Darunter der Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund. Aber auch Neonazis und zwei CDU-Mitglieder. Der Kopf der rechtsextremen Gruppe Identitäre Bewegung Martin Sellner stellt einen sogenannten Remigrationsplan vor. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund sollen raus aus Deutschland, wenn sie, Zitat, nicht ausreichend assimiliert sind. Ausländische Restaurants sollen jetzt schon unter Druck gesetzt werden. Vergangene Woche veröffentlichte Korrektiv die Recherche. Ab 13 Uhr startet an diesem Samstag der Einlass für geladene Gäste des AfD-Neujahrsempfangs in Duisburg. Wir wollen wissen, was die Parteimitglieder zu den jüngsten Enthüllungen sagen. Bei den aktuellen Besprechungen zu der Remigration ging es auch um deutsche Staatsangehörige, die nicht richtig assimiliert sind. Wer definiert das denn, wer gut assimiliert ist, wenn es ein deutscher Staatsbürger ist? Da würde ich jetzt nichts dazu sagen, weil ich da mich ja nicht so genau involviert bin. Nein. Sollten Sie aber, oder, wenn Sie die AfD wählen? Ja, das ist keine Frage. Ich sage dazu, wer sich hier nicht benimmt, wenn ich woanders bin und ich benehme mich nicht, da fliege ich auch raus. Mhm. Und Deutsche, die sich nicht benehmen? Ich sag mal so. Dann auch raus? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe gesagt, der sich nicht benimmt, der muss dementsprechend im Gefängnis. Und wenn er eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, besteht da die Möglichkeit, die wieder abzuerkennen wegen Undankbarkeit. Parteimitglieder stehen hier Schlange. Nur wer einen Mitgliedsausweis hat, bekommt Zutritt zum AfD-Neujahrsempfang des Kreisverbandes. Neben den Wartenden haben sich Demonstranten postiert. Zwischen ihnen und den Parteimitgliedern kommt es zu Wortgefechten. Die Polizei stellt Identitäten fest. Und so sich lässt er die Idioten hier ran. Also Beleidigungen. Und muss vermitteln. Jemanden beleidigen in Beisein der Polizei ist eine schlechte Idee. Ja, also wenn mich es jemand. Es wird langsam lächerlich in Deutschland. Nein, wenn mich jemand. Doch. Uns fällt auf, dass unter den AfD-Mitgliedern auch Personen sind, die anscheinend selbst Migrationsgeschichte haben. Warum wählen Sie die AfD? Vor 30 Jahren sieht Deutschland ganz anders aus. Weißt du warum? Alles. Aber was genau? Ist alles dreckig? Was ist dreckig? Sie müssen mal in Duisburger Norden, fahren Sie mal nach Hamburg, fahren Sie mal nach Bruckau. Wer ist verantwortlich für den Dreck? Bitte? Ja, aber nicht die Deutschen. Ältere Leute, Rentner, wieder geklaut. So was gab es. Wie viele Massenvergewaltigungen haben wir? Ja. Das kann man doch nicht weg. Okay, und das sind alles hier Ausländer? Ja, aber doch meistens. Man muss auch da differenzieren. Keiner von uns möchte irgendwie ein drittes Reich oder so ein Quatsch. Wir wollen nur wieder, dass die Gesetze angewandt werden, dass Leute, die schwere Straftaten begehen, auch dementsprechend bestraft werden. Viele der Parteimitglieder, mit denen wir sprechen, stellen die Korrektivrecherche als Lüge dar. Doch die AfD macht immer wieder mit ausländerfeindlichen Einstellungen von sich reden. Auch die NS-Zeit wird immer wieder relativiert. 2018 nannte Alexander Gauland, inzwischen Ehrenvorsitzender der AfD, die Nazi-Zeit einen Vogelschiss in der Geschichte. Wo wurde denn der Holocaust relativiert? Sagen Sie mir das Thomas. Vogelschiss? Meine Güte, ja. Ist doch, wenn man das so betrachtet, war es ja auch nur ein Vogelschiss in der gesamten deutschen Geschichte. 14 Uhr. Die Gegendemonstration zieht durch Duisburg-Homberg. Tausende Menschen sind gekommen, wollen für Toleranz und gegen die AfD protestieren. Auch Hasret Çetin. Sie ist in Deutschland geboren, lebt in der Gegend. Ihre Großeltern und Eltern kamen als sogenannte Gastarbeiter hierher. Die letzten Wochen und Monate
haben schon so etwas in mir ausgelöst, dass ich so gedacht habe, hey, was passiert hier gerade? Und ja, deswegen ist es eigentlich kein schönes Gefühl. Man glaubt immer, nein, man ist irgendwie in Sicherheit und es kann nichts passieren, aber es geht ziemlich schnell, wenn so eine Partei wie die AfD es schafft, auf die Ängste der Menschen einzugehen und denen zu sagen, hey, guck mal, wenn noch mehr Leute hier hinkommen, wenn noch mehr Flüchtlinge hier sind, dass wir dann ein Problem hier haben. Bei vielen Älteren im Demozug löst die AfD ungute Erinnerungen aus. Ich habe das ja als Kind erlebt von den Eltern, was sie erzählt haben, wie schrecklich die Nazis sind. Und deshalb war für mich undenkbar, dass die jemals wieder hier auftauchen. Die jetzige Regierung, würde ich auch sagen, da passiert viel, was ich auch nicht okay finde. Aber deshalb kann ich doch nicht eine Partei wählen, die mit Demokratie überhaupt nichts am Hut hat. Das geht nicht. Und das bin ich meinen Kindern und Enkeln auch schuldig, dass ich da jetzt auch auf die Straße gehe und sage, no, geht gar nicht. Unter den Gegendemonstranten ist auch Lamia Kador, grüne Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Innenausschuss. Wir sind selber Kind von syrischen Einwanderern. Wenn die AfD ihre Remigrationspläne umsetzen würde, wären Sie ja möglicherweise oder Ihre Eltern auch davon betroffen. Wie fühlen Sie sich damit? Grauenhaft, ehrlich gesagt. Das ist auch nichts, was nur in irgendeiner Weise zu ignorieren wäre. Also ich finde, wir haben lange Zeit, nicht nur in der Politik, auch in der Gesellschaft, lange Zeit diese Strategie des Ignorierens der AfD gefahren. Nach dem Motto, hier rein, da raus, die darf man nicht ernst nehmen. Das sind Spinner. Ich muss sagen, dass wir diese Strategie dringend ändern müssen. Es wird jetzt wieder viel über ein AfD-Verbot diskutiert. Wie schauen Sie da drauf? Ist das Punkt 1 realistisch und Punkt 2, bringt das was? Also ich muss sagen, diskutieren sollten wir alles. Aber ich muss persönlich sagen, dass ich denke, dass wir das Problem mit einem Verbot ja nicht gelöst haben. Und das Problem nennt sich Rechtsextremismus, nennt sich Demokratiefeindlichkeit. Ich glaube, dass ein AfD-Verbot nicht so schnell kommen kann. Ich glaube, dass dieses letzte Treffen in Potsdam juristisch nicht ausreichen wird, um diese Frage eindeutig mit Ja beantworten zu können. Aber was notwendig ist, ist schon, weiter sehr genau auf die Strukturen zu achten, mehr hinzuhören, diese Menschen, Faschisten und Extremisten nicht als Spinner abzutun. Das sind keine Spinner, die wissen sehr wohl, was sie sagen. 14.30 Uhr. Der Demozug kommt vor der Glückaufhalle zum Stehen. In der Halle um die 1000 AfDler beim Neujahrsempfang. Die Polizei hat vorsorglich eine Schutzzone eingerichtet. Auch die Antifa ist unter den Gegendemonstranten. Es soll friedlich bleiben. Dennoch, AfD und Gegenprotest stehen sich unversöhnlich gegenüber. Wir nähern uns der Halle, sind zu einem Interview mit den Parteispitzen verabredet. Rein dürfen kaum Journalisten, auch wir nicht, trotz vorheriger Anfrage. Die Stimmung unter den AfD-Mitgliedern scheint angespannt, auch uns gegenüber. Geht's noch? Verpiss dich! Warum schütten Sie Bier auf uns? Hallo! Warum machen Sie das? Hey, warum machen Sie das? Ja, warum? Geh mal da hinten rüber da! Die Polizei Duisburg zählt inzwischen 2400 Gegendemonstranten. Die Korrektivrecherche hat viele tief erschüttert. Mehrere AfD-Mitglieder waren bei dem Treffen in Potsdam dabei. Und auch gewaltbereite Ex-NPDler wie Mario Müller. Weil er Jugendliche mit einem Totschläger attackierte und Zivilpolizisten angriff, wurde er mehrfach wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Er ist Mitglied der rechtsextremen identitären Bewegung. Wir fragen nach beim Fraktionsvorsitzenden der AfD in Nordrhein-Westfalen. Wie gehen Sie mit Rechtsextremen in Ihrer Reihe, in Ihren Reihen um? Rechtsextreme in unseren Reihen gibt es nicht. Wenn irgendwer sich in der Tür geirrt hat, auftaucht, mit rechtsextremen Äußerungen um die Ecke kommt, dann fliegt er bei uns raus. Wie gehen Sie mit der identitären Bewegung? Wie steht er eigentlich auf Ihrer Unvereinbarkeitsliste? Sie waren aber dabei bei dem Treffen in Potsdam. Ja, es gibt keine strategischen Absprachen mit der identitären Bewegung. Es gibt dort keine Zusammenarbeit. Sollte jemand noch aktiv bei der identitären Bewegung sein und ein Parteimitglied von uns arbeitet dort offen mit denen zusammen, dann ist auch das etwas, was parteienrechtliche Schritte nach sich zieht. Wenn Sie darauf abstellen, wie mein persönliches Verhältnis zu Ausländern ist, mein Trauzeug ist schwarz. Also ich glaube, alle Unterstellungen in dieser Richtung laufen in die völlig falsche Richtung. Später an diesem Tag wird Martin Vinzenz noch einen Shitstorm kassieren. Wegen dieser Szene, die ein Journalist in der Halle filmt. Humor lebt davon, dass er auch mal schmutzig sein kann. Also abmessen ist eigentlich der Humor, der so schwarz ist, wie der Amazon-Paketbote, der in die Pakete bringt.
18.30 Uhr. Der AfD-Neujahrsempfang in Duisburg ist beendet. Parteichefin Alice Weidel ist aus Berlin angereist und hat am frühen Abend noch eine Rede gehalten. Trotz des Gegenwindes in der Gesellschaft, sie hält die Diskussion um ein Verbot der AfD für abwegig. So was kann man doch nicht ernst nehmen, nur Quatsch. Alice Weidel nennt das Geheimtreffen in Potsdam eine völlig belanglose Veranstaltung. Auch ihre rechte Hand Roland Hartwig war dabei. Mit ihm hat sie die Zusammenarbeit aber inzwischen beendet.